Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war wieder im Saturn, Münchner Stachus. Eigentlich mein Lieblingssaturn in München, also den ich kenne zumindest. Ich kenne nicht alle. Oder bis auf einen, glaube ich, kenne nicht alle. Und es hat sich heute wieder bewahrheitet, dass es echt mein Lieblingsstachus, mein Lieblingssaturn auch bleiben wird. Denn die haben echt nochmal umgeräumt. Und die hatten ja vor einiger Zeit, das ist hier unten so eine größere Fläche, umgeräumt und da war einiges sehr leer geworden. Und die haben jetzt quasi ja, nochmal alles neu gestaltet, ein bisschen anders aufgeteilt und auch mit einem mehr, so ein bisschen Merchandise noch in der Mitte und Spielzeug und so weiter. Und das war echt cool, fand ich. Und ich muss auch sagen, hier heute, wo ich war, die hatten teilweise auch richtig, richtig gute Preise. Also wo ich mich auch zurückhalten musste, nicht noch Sachen zu kaufen, die ich vielleicht gar nicht so mitnehmen wollte. Wie hier diese schönen Mediabooks, auch wieder eine tolle Auswahl, eigentlich schon fast wie bei Müller. Wobei Müller, würde ich sagen, die haben da noch vielleicht eine größere Auswahl, aber der ist der Saturn, zieht da echt nach und gut, ist schon länger so, aber finde ich echt klasse. Also, dass da der Saturn und der Müller gerade auch, dass die sich so ein bisschen so als, also gerade für Filmfans, so als Schatztruhe beweisen. Und genau, gab es auch ein paar Filme, jetzt zum Beispiel The Saint, der kam jetzt, glaube ich, neu auf Blu-ray raus, da warte ich aber noch, bis der mal einen Zehner kostet. Der war mir jetzt noch ein bisschen zu teuer. Und generell konnte man ja wirklich allerhand finden. Natürlich auch sehr viele DVDs, die mich jetzt nicht mehr so unbedingt zu interessieren, aber auch genug Blu-rays. Also man konnte echt sich da tot suchen. Und auch viele ja, so Tische, also mit einigen Box-Sets versehen. Die hatten auch so einige Aktionen jetzt am Laufen. Da waren auch so ein paar Boxen, die sieht man jetzt gleich. Hier genau. Die waren zwar jetzt nicht so gut gefüllt, wahrscheinlich waren schon teilweise recht leer, auch mit vielen DVDs, auch ein paar Blu-rays. Und links daneben gleich auch diese Doppelfilmpakete, wo mal so zwei ähnliche Filme, wo ich leider nichts dabei war. Es war ein bisschen wie bei Müller, wo man schon teilweise einen Film hat und sich das nicht nochmal lohnt, da jetzt extra nochmal zu kaufen. Und genau hier war dieser Mittelteil quasi mit dem Merchandise, Spielzeug und da auch nochmal die Filme auch so teilweise nach Genre auch geordnet. Auch sehr schön. Teilweise auch nach deutschen Filmen, Science-Fiction-Filme. Hier rechts sind Science-Fiction-Filme und so auch sehr cool. Und genau hier, da haben wir echt nochmal einige coole Sachen gesehen. Und so generell irgendwie hatte ich so das Gefühl, hat es einfach sehr viel mehr Spaß gemacht, als sonst durch diesen Saturn zu gehen, obwohl ich den generell auch sehr mag. Aber es ist einfach schön gewesen. Vielleicht lag es auch daran, dass es für mich ja auch jetzt neu war, den zu besuchen, so ein bisschen durch diese Neusortierung. Aber war echt schön. Und ich kann es echt nur empfehlen, wenn ihr mal in München seid, geht da mal wirklich gern vorbei. Also gerade der am Stachus, der Saturn und der Müller am Isartor, die sind also Fußweg 10 Minuten voneinander entfernt. Auf jeden Fall. Genau, hier war Live or Let Dead, or Let Die, für 10 Euro sogar jetzt schon. Ich hatte den ja als Neuerscheinung für 13, glaube ich, oder 12 gekauft. Aber jetzt für einen 10er auch cool. Wenn man unterstützen will, lohnt sich das. Und hier war noch ein bisschen Merchandise und coole Turtles-Figuren. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, und das ist meine Ausbeute. Also einen zweiten Film habe ich. Und zwar Planet Dune mit Sean Young. Den Film hab ich euch, glaube ich, schon im letzten Video gezeigt, dass der jetzt rauskommt die Woche. Und den hatte ich jetzt schon, also mir vorgenommen, wenn ich jetzt wieder in der Stadt bin, beim Saturn, mit den zu holen. Und war jetzt selber total überrascht. Hier steht 10 Euro, denn online kostet der bei denen, glaube ich, 12 oder 11,99. Und ich hab mich sogar eher darauf vorbereitet, dass er vielleicht nochmal so 1, 2 Euro mehr kostet vor Ort. Aber der war da für 10 Euro ausgepreist und ich war total überrascht, dachte mir, wow, cool. Und habe generell einige Neuerscheinungen gesehen, die mich auch interessiert haben, wo ich aber dann doch mich zurückgehalten habe, einfach weil ich dann dachte, okay, die kannst du, glaube ich, auch online ausleihen für 5 Euro. Und das sind dann auch Filme, die man vielleicht auch nur einmal guckt. Und den kann man, glaube ich, bis dato noch nicht ausleihen online. Und ich fand den Trailer irgendwie ganz cool und irgendwie wollte ich gern dieses Risiko eingehen und ist von The Asylum. Genau, ist ja die Qualitätsmarke schlechthin. Aber irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Und da ich halt, wie gesagt, eh in der Stadt war und noch Klamotten kaufen musste, wollte ich immer wieder. Genau. Genau, ist der Film. Da bin ich echt mal gespannt. Und noch der zweite Film. Auch noch eine Asylum-Produktion. Ape vs. Monster. Das ist so klassisch Asylum, da sieht der Trailer auch dementsprechend aus.
Ist ein Film, den ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, der hatte mich irgendwie gecatcht, wo ich davon gehört habe, dass der jetzt rauskommt. Und ich hatte auch schon Trailer gesehen und Ausschnitte. Und der ist natürlich auch nicht so geil produziert, wenn man da reinschaut. Aber ich kann es euch echt nicht sagen. Und warum ich da zugeschlagen habe. Und der hat jetzt hier auch nur 9 € gekostet. Ja, und deshalb, ja, ich fand einfach, ich war ja auch ein bisschen im Couch raus, wo ich mich eigentlich gezügelt habe. Ich habe jetzt nicht irgendwie noch auf Sachen dazugekauft, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber irgendwie haben die beiden mich das einfach haben mich einfach angemacht und dachte mir, komm, machen wir so einen Asylum-Tag, mal einfach 2 Asylum-Filme kaufen. Und naja, könnte jetzt total in die Hose gehen oder auch nicht. Man weiß es nicht. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und ist ja auch bald Nikolaus. Nikolaus-Geschenk. Genau. So, und ah nein, da habe ich noch, genau, jetzt blende ich hier mal ein. Genau, und zwar habe ich mir die Fußmatte, Star Wars Fußmatte noch geholt. Ist keine Filmausbeute, aber das habe ich auch noch im Saturn mitgenommen. Und ja, generell, wie ich schon gesagt habe, genau, je mehr umgeräumt im Saturn und auf jeden Fall hat sich zum Besseren nochmal bewegt. Also ich hatte ja ein bisschen Angst, dass wir vielleicht die Abteilung verkleinern, aber also sehr viel Auswahl. Und man hat sich da echt wohl gefühlt und haben sie echt toll gemacht, finde ich. Also auf jeden Fall immer noch ein Besuch wert und noch jetzt erst recht sogar, finde ich. Also es waren echt klasse Preise da, die ich gesehen habe teilweise. Und man hatte richtig Lust, einfach zu gucken und einzukaufen. Ja, also ich musste mich echt zurückhalten. Ja. So, ja, das war's jetzt schon. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und dann ein schönes Wochenende, beziehungsweise dann einen schönen Nikolaus. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.